Hallo, meine Lieben, Stefan ist da. Im Grunde wollte ich gar kein Video mehr machen zum Thema Corona und auch gar nicht mit Zahlen irgendwie euch langweilen. Denn in meiner Wahrnehmung war alles gesagt und alles, was gesagt wurde, sind ja nur mehr Alternativen oder Varianten von den Themen, die wir eh schon alle durchgekaut haben. Die Grundthematik ist immer noch der Test, die symptomlosen Ansteckungen, die es nicht gibt, aber wie gesagt, nichts Neues. Jetzt stehen wir ja im Osten wieder vor einem Lockdown. Ich habe jetzt nicht gemerkt, dass er jemals aufgehört hat. Und natürlich kommt wieder eine Thematik zur Sprache, das ist diese Intensivbettenauslastung, die der Gesundheitsminister Anschober ja ewig wie ein Mantra bemüht. Wie ich gesagt habe, ich wollte eigentlich gar nichts drüber machen, aber jetzt teile ich trotzdem irgendwie immer meinen Bildschirm darüber, weil ich mir im Grunde eine Überlegung ja schon seit längerem in mir trage, wo ich mir denke, wir haben jetzt 13 Monate Zeit oder hätten Zeit gehabt, Intensivkapazitäten zu schaffen. Das wurde nicht gemacht. Ich habe mir vorher ein paar Zeitungsartikel aus dem März, April 2020 durchgelesen und da war dem Herrn Gesundheitsminister Anschober schon durchaus bewusst und auch allen Experten, dass es um Intensivkapazitäten gehen kann und gehen wird. Es ist nichts passiert. Es ist ein Jahr später die gleiche Kapazitätenanzahl, die angegeben wird. Ich weiß nicht, inwieweit das einem Unterlassungsdelikt gleichkommt, denn die Gelder dieser Bundesregierung wurden für Werbung verwendet, sie wurden für Polizisten verwendet, sie wurden für Mitarbeiter im Bundeskanzleramt zur Message Control verwendet, sie wurden hier verwendet, hier wurden Milliarden ausgegeben, die Wirtschaft ist eingebrochen in Österreich, absolutes Schlusslicht und ganz dramatisch ist die Situation der Kinder, wo wirklich Triagen passieren. Dieses furchtbare Kriegswort, das der Herr Gesundheitsminister immer anbelangt. Sprich, der Staat hatte Mittel zur Verfügung und hatte Geld zur Verfügung, Kapazitäten zu schaffen. Das wurde unterlassen. Und jetzt wird wieder ein Schaden verursacht. Psychisch, gesundheitlich, wirtschaftlich. Und wenn das eine moralische Verwerfung ist, ist sowieso, aber wenn das keine strafrechtliche Relevanz hat, dann weiß ich nicht, was dann eine Relevanz hat. Denn eine Ausbildung, das war ja auch das Mantra im Oktober, dass man gesagt hat, Intensivkapazitäten können wir schon schaffen, aber wir haben kein Pflegepersonal. Ich habe vorher nachgesehen, berufsbegleitend dauert eine Zusatzausbildung zur Intensivkrankenschwester, Krankenpfleger 3 Semester. Das heißt, wenn man wollte, hätte man in einem Jahr mehr als genug Mitarbeiter auch ausbilden können. Also hier auch die Schaffung eines Intensivkapazitätenspitals, habe ich auch recherchiert, dauert auch nicht länger wie ein Jahr. Man kann Spitäler bauen in dieser Zeit, wenn Not ist. Wurde alles verabsäumt. Das war eigentlich meine Grundintention und dann habe ich mir aber dann doch jetzt noch einmal diese Zahlen irgendwie angesehen. Also ich komme vom Arges Dashboard und Dashboard oder Dashboard, keine Ahnung, wie man das sagt. Und jetzt frage ich mich aber überhaupt, was da irgendwie abgeht. Denn ihr seht hier, das schaut komplizierter aus, als es ist. Es gibt hier die Hospitalisierungen. Da gibt es die normalen Hospitalisierungen und die freien Hospitalisierung, also einfach die Menschen, die irgendwie mit diesem Covid-19, nach welchem Schlüssel auch immer das berechnet wird, im Spital sind. Und daneben habt ihr die Intensiv. Ja? Also die Summe ist dann logischerweise die freien Plätze und die belegten Plätze ergeben dann die Summe der totalen Verfügbaren, zumindest in meiner Logik. Und so sollte es sich auch beim Intensiv verhalten. Also hier habe ich 3 belegt, 3 frei. Habe ich total 6 zur Verfügung. Das war jetzt vom 1.4.2020 das Bundesland Burgenland. Okay, da waren die Daten wahrscheinlich auch noch nicht so eingelesen oder so gepflegt, wie es sein sollte. Und dann habe ich das einfach einmal nur mehr summiert, weil diese Informationen bekommt ihr nicht. Das einfach die Betten total, wie viel Auslastung ist das? Das ist ja relativ einfach. Also wie gesagt, hier habe ich 19, 7, 12, 19. Belegt, 37% waren das am 1.4. Ja, die Logik ist relativ klar.
Und jetzt, wenn ich das einfach nur mit Filter auswähle, schauen wir uns vielleicht einmal Wien an. Dann schaut das so aus, also gehen wir da jetzt damit durch, also gehen wir vielleicht einmal ganz runter, wie der aktuelle Stand ist. Wir haben, laut, ihr seht, das ist prozentuelle Anteil der Intensivbetten sind 52% und die Auslastung der totalen Betten sind 21%. Und das ist jetzt der Grund für die Panik, für die Triage, die ja nie kommen soll. Nur, was auffällig ist, verfügbar haben wir nur 324 Betten. Und ich meine, es ist ja eine Milchmädchenrechnung, dass ich je weniger Betten ich verfügbar habe, desto steuerbarer ist die Auslastung natürlich auch. Und dann habe ich eben einfach nur dieses ganz einfach durchgesehen und da gibt es immer, ich weiß es nicht, was da gemacht wird, aber schaut euch mal das an, da gibt es immer, entweder habe ich Betten verfügbar oder ich habe keine Betten verfügbar. Also ich verstehe das einfach nicht. Da gibt es die wildesten Zahlen, also man kann es über den Filter ja relativ sich schön anschauen. Also die Spitze waren 428 verfügbare Betten. Und jetzt haben wir in Wien 324 und die Auslastung von 52% ist der Grund für den Lockdown. Aber 428 waren es, da geben wir einfach 100 dazu irgendwo. Also wenn ich da jetzt sage, was sieht das an der 200, die wir ja schon hatten, dann sind wir bei einer Auslastung von 40%. Ja, habe ich Betten oder habe ich keine Betten? Ist halbschwanger, ich meine, gibt es auch nicht. Ich meine, wird hier manipuliert? Sind hier Fehler drinnen? Ich kann es nicht verstehen. Also wir sind bei 52% und es ist Drama, 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 Drama. Ja, und wenn wir in Niederösterreich uns das anschauen im Vergleich, weil das sind ja die Bundesländer, die es gerade betrifft, haben wir 56%, aktuell 153 Betten. Und schauen wir mal die Spitze an. Was war denn schon die Spitze, was wir bilden? Ja gut, 435 wird ein Fehler gewesen sein, nehme ich mal an, aber wir hatten 228 Betten, 225, 227, es waren schon viel mehr Betten zur Verfügung und das ist keine Kleinigkeit. Also nehmen wir 200. Ja, statt den Dings, also 50 mehr, muss ich Kopf rechnen, sagen wir da 120, ist ja wurscht, haben wir 41% Auslastung. Ich meine, wenn ich die Betten verknappe, dass ich dann irgendwie mehr Auslastung kriege, ist irgendwo logisch. Also ich meine, ich weiß nicht, ob das wirklich so plump ist oder ob ich da einen kompletten Fehler habe, also einen Denkfehler habe ich nicht, weil das sind einfach die Daten, die ich mir runterlade und die kann ich ja nur darstellen. Im Burgenland haben wir aktuell 64%, oh Gott, das sind die absoluten Zahlen ja relativ gering. Schauen wir mal, wie es da ausschaut. Was haben wir da gehabt, der Spitze? Okay, 73, das wird auch nicht stimmen. Aber wenn ich dann, was ich 40, 30, wenn ich 30 hernehme, statt 5, was war denn das? Wie viel mehr sind das von mir? Okay, das sind das nicht viel mehr. Haben wir 14, haben wir 53%. Ja, also auch das geht natürlich extrem runter. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich jetzt davon halten soll. Ich meine, ist das jetzt wirklich schon so ein plumper Beschiss, hätte ich bald gesagt. Also mir fehlen die Worte. Vielleicht ist wirklich ein Fehler drinnen. Dann würde ich wirklich bitten, in die Kommentarfunktion schreibt es rein, dass wir den irgendwie auflösen können. Aber das ist einfach eine Verknappung der Betten. Nichts anderes. Gibt es andere Krankheiten, die wir nicht kennen, nicht hören, wo Intensivkapazitäten gebraucht werden? Ich meine, es wird wärmer. Wir wissen eigentlich immer, die Spitzen sind im Winter. Was ist los? Oder wird ganz einfach mit Zahlen jongliert, um den Plan, den wir mittlerweile eh schon fast alle kennen werden, was da auf uns zukommt, durchzuziehen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall viele, viele, viele Fragen, aber summa summarum, es wurden keine Betten geschaffen und das ist für mich wirklich eigentlich eine Straftat. In diesem Sinne, einen schönen Tag euch. Tschüss, ciao.